Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. 13 Listen sind bei der Bürgermeisterwahl in Innsbruck am Start. Glaubt man den Umfragen, wird es bei der Stichwahl zum Showdown zwischen Amtsinhaber Georg Willi von den Grünen und dem FPÖ-Kandidaten Markus Lassenberger von der FPÖ kommen. Für den ÖVP-Spitzenkandidat Florian Turski wäre dieses Szenario ein ziemlich harter Schlag. Aber das sind die Umfragen. Wie es tatsächlich ausschaut, werden wir am 14. April sehen. Mein Name ist Karl Wendel. Ich bin jetzt mit Florian Turski in Innsbruck verbunden. Guten Tag, Herr Turski. Guten Tag nach Ihnen. Herr Turski, Sie waren erfolgreicher Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation, dann der Wechsel nach Innsbruck. Wieso haben Sie sich eigentlich für diesen Schleudersitz entschieden? Ich bin in Innsbruck aufgewachsen. Ich kenne diese Stadt sehr, sehr gut. Ich war ja nur die letzten beiden Jahre in Wien in der Bundesregierung als Staatssekretär tätig. Und das, was wir in den letzten Jahren in Innsbruck gesehen haben, war Streit und Stillstand. Und deshalb haben wir als Bürgerliche gesagt, wir müssen aus 4 Listen wieder zusammengehen, haben das getan. Und nachher ist an mich die Frage gekommen, willst du dich dieser Wahl stellen? Und ich hätte mir nie verzeihen können, das nicht zu probieren, das nicht zu tun, weil Innsbruck eben genau diesen Neuanfang benötigt. Und wenn Sie in Wien in den letzten Jahren irgendwas über Innsbruck gehört haben, nachher war das meistens irgendwelche obskuren Streitigkeiten im Gemeinderat oder dass niemand mehr miteinander kann. Ja, Georg Willi von den Grünen war so etwas wie ein Hoffnungsträger der Grünen. Jetzt sagen Sie, dass Streit und Hader und Missgunst die Innsbrucker Stadtregierung dominiert haben. Was waren denn so die großen Punkte, wo man sich in den Haaren gelegen ist? Ja, es ist schon ein Unterschied, ob man eben Oppositionspolitiker ist und den ganzen Tag nur kritisiert. Georg Willi war sein ganzes Leben immer Oppositionspolitiker und hatte nie Regierungsverantwortung. Oder ob man dann auch etwas abarbeiten muss, ob man dann für die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam in einer Regierung arbeiten kann. Und Georg Willi kann es eben nicht. Er will zwar immer Bürgermeister sein, er will sich um die Stadt kümmern, aber er kann es nicht. Und das hat er ganz, ganz eindeutig gezeigt. Er hat gedacht, mit einem Spiel der freien Kräfte Politik machen zu können. Das ist vielleicht eine linke, romantische Politikvorstellung, funktioniert aber eben in der Praxis nicht. Und das haben die Innsbruckerinnen und Innsbrucker leidvoll in den letzten 6 Jahren erfahren müssen. Das heißt, Sie orten eine absolute Unzufriedenheit mit der Stadtverwaltung. Momentan trotzdem liegt Willi und seine Grünen bei den Umfragen relativ gut im Rennen. Ja, es ist mittlerweile leider auch in Innsbruck üblich geworden, mit Umfragen Politik zu machen. Das kennen wir so eigentlich nicht. Wir haben uns wie bei anderen Kommunalwahlen normalerweise über Plakate unterhalten oder den Wettbewerb der besten Themen. Diesmal, weil es auch so viele Listen sind und weil niemand einordnen kann, wie es ausgeht, versucht man mit Umfragen Politik zu machen. Was ich spüre, ist einerseits eine tiefe Unzufriedenheit mit dem Bürgermeister, mit dem großen Wunsch in der Bevölkerung, dass es nicht 6 Jahre so weitergeht und dass es einen Neuanfang gibt. Und genau dieses Angebot legen wir. Und ich bin tagtäglich in den Haushalten unterwegs, ich mache Hausbesuchstouren, ich bin da bei den Menschen und da spüre ich genau das. Und spüre auch eine unglaublich große Zustimmung. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir in die Stichwahl am 14. April kommen werden, dass wir dort als stärkste Kraft hervorgehen und ich dann mit 28. auch Bürgermeister dieser wunderschönen Stadt sein darf. Naja, das ist eine Zukunftsvision, die so ganz nach Ihrem Geschmack wäre. Aber die Umfragen schauen ein wenig anders aus. Demnach liegt die FPÖ bei 19-22%, die Grünen bei 30%. Die einen sagen, sie könnten unter Umständen 24% erhalten, andere sagen, es werden weniger. Wie schaut denn Ihre Umfrage aus? Ja. Wie Sie richtig sagen, es gibt ein Verwirrspiel rund um die Umfragen. Manchmal kommt so etwas raus, manchmal kommt so etwas raus. In unseren Umfragen zeigt sich, dass wir mit der FPÖ sowohl als Partei als auch als Kandidaten vorne liegen. Aus unseren Zahlen ist es derzeit am wahrscheinlichsten, dass es eine Stichwahl zwischen mir und dem Herrn Lassenberger von der FPÖ geben wird.
Und ich glaube, das spitzt sich jetzt gerade auch zu, weil Bürgermeister Georg Willi am vergangenen Wochenende, am Osterwochenende, die Karten auf den Tisch gelegt hat. Er möchte in Innsbruck eine Linkskoalition. Er hat mich ausgeschlossen als Koalitionspartner, obwohl wir eigentlich immer gut miteinander konnten, aber scheinbar politisches Kalkül. Er hat die FPÖ ausgeschlossen und will mit einer Koalition aus KPÖ, den Grünen, den Roten und dem Herrn Anzengruber eine linke Koalition machen. Das bedeutet 6 Jahre weiter so. Und wir werden in den kommenden 10 Tagen alles dagegen tun, dass das nicht zustande kommt und dass es für Innsbruck einen echten Neuanfang gibt. Für Sie und die ÖVP wäre natürlich diese Linkskoalition ein Schreckgespenst, oder? Ich glaube, es ist für alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker ein unglaubliches Schreckgespenst. Dieses Land wurde über weit 70 Jahre von bürgerlichen Kandidatinnen und Kandidaten gut regiert, wo es nicht um Ideologie gegangen ist, sondern wo es immer darum gegangen ist, dass es besser für die Bürgerinnen und Bürger weitergeht, dass wir neue Visionen haben, neue Projekte auch umsetzen können. Und jetzt ist das Gegenteil der Fall. Georg Willi spaltet zwischen links und rechts. Die Bürgerinnen und Bürger interessiert es überhaupt nicht. Die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass die Schneeräumung funktioniert, dass die Straßenreinigung funktioniert, dass sie nicht von Baustellen tagtäglich drangsaliert werden und dass es auch neue Zukunftsvisionen und Raum für die Jugend und Wohnraum in dieser Stadt gibt. Der entscheidende Faktor am Wahltag wird sein, ob Sie und Ihre Bewegung die Unentschlossenen motivieren können. Jeder Fünfte hat zur persönlichen Entscheidung derzeit noch keine Angaben gemacht. Und bei der vergangenen Wahl waren gerade mal 50,4% der Wählerinnen und der Wähler am Start. Wie wollen Sie die Unentschlossenen motivieren und vor allem, wie wollen Sie in der noch verbleibenden Zeit diese Unentschlossenen überzeugen? Ja, Innsbruck hatte beim letzten Mal eine sehr geringe Wahlbeteiligung. Nur knapp über 50% der Innsbruckerinnen und Innsbrucker gingen zur Wahl. Und was wir jetzt von den vergangenen Gemeinderatswahlen und Wahlen sehen, habe ich schon die Hoffnung, dass es etwas mehr wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube es auch deshalb, und dass wir auch mobilisieren können, weil es eben diese hohe Unzufriedenheit gegeben hat. Beim letzten Mal kam das böse Erwachen. Mich haben so viele Menschen in den letzten Wochen angesprochen, ja, hätte ich das nur gewusst, was da auf uns zukommt, ich wäre wählen gegangen. Und meine Antwort ist immer die gleiche, vollkommen egal, was du wählst, aber bitte geht wählen, damit wir auch die Möglichkeit haben, mit einem großen möglichen Backing der Bevölkerung aus dieser Wahl herauszugehen. Also ich glaube, die Wahlbeteiligung wird steigen, aber natürlich wird es unsere Aufgabe sein, unsere Leute zur Wahl hinzubringen, genauso wie von allen anderen Parteien auch. Und das, da haben Sie vollkommen recht, das wird die Wahl entscheiden, weil bei diesen ganzen Umfragen, und so erkläre ich auch die großen Unterschiede, eins nicht oder zu wenig berücksichtigt wird, wer geht am Ende des Tages wählen? Wenn Sie mit Meinungsforschern reden, dann werden Ihnen die bestätigen, es ist unglaublich schwer, eine Umfrage zu machen im Wissen, wenn 50% bei einer so kleinen Quote nicht wählen gehen. Ja, als Hauptthema bei all den Umfragen, noch einmal zurück zu den Umfragen, wurde auch in Innsbruck wie zuvor schon in Salzburg das Thema Mieten als das schwierigste Thema in Innsbruck angegeben. Ja, wie wollen Sie den Innsbruckern erklären, dass Sie dafür sorgen werden, dass die Miet- und Wohnsituation unter Ihrer Führung besser werden würde? Miete und Wohnen und die Wohnpreise sind mit Abstand das brennendste Thema, das wir in der Innsbrucker Bevölkerung haben. Und wir werden alles dafür tun, dass wir diese Kosten senken. Wofür ich aber nicht zu haben bin, ist für populistische Ansagen. Der Bürgermeister plakatiert derzeit billige Mieten oder schwarz-blau. Er versucht wieder zu polarisieren. Und das ist bei einem so wichtigen Thema einfach fehl am Platz. Ich glaube auch, die Zeit der einfachen Versprechungen sind vorbei, weil sonst hätten es die Politikerinnen und Politiker vielleicht in Innsbruck schon tun können. Was wir machen müssen, wir müssen den Druck von Wohnbau nehmen, gerade durch studentische Wohnen. Sie wissen, in Innsbruck gibt es weit über 30.000 Studentinnen und Studenten, dadurch ein enorm hoher Druck auf den Wohnungsmarkt. Das heißt, wir müssen schauen, mehr Studentenwohnheime zu bauen, damit die nicht so auf den klassischen Wohnbau drücken. Und wir müssen den Leerstand mobilisieren. Und da ist ja dankenswerterweise jetzt auch eine Reform auf Bundesebene am Weg. Wir haben über 7.000 leerstehende Wohnungen überhaupt,
in Innsbruck, die sofort zu mobilisieren sind. Eine Erhebung der letzten Tage hat ergeben, dass hier Tirol mit Kärnten vorne ist bei den leerstehenden Wohnungen. Und ich bin ganz sicher, in Tirol insgesamt ist das dann Innsbruck. Und das heißt, wir müssen schauen, dass wir einerseits die zu Kasse bieten, die bewusst Wohnungen leer stehen lassen und andererseits auch mehr Motivation geben durch Initiativen wie das sichere Vermieten, das wir jetzt in Innsbruck haben, damit es sich auch auszahlt für eine Familie, die sich als Wertanlage eine Wohnung gekauft hat, diese zu vermieten. Ja, da wollte ich Sie jetzt gerade fragen, warum stehen eigentlich 7.000 Wohnungen leer in Innsbruck? Ja, es gibt zwei Trends. Wohnen wurde leider in den vergangenen Jahren, besonders in Westösterreich, zu einem Investitionsgut. Und meine Ansage ist ganz klar, das Grundrecht Wohnraum darf kein Investitionsobjekt sein. Man kann gern investieren, wenn man Geld hat, in alles, was man will, aber bitte nicht in Wohnraum. Und das heißt, dieser Wohnraum wurde geschaffen im Wissen, dass die Wohnungspreise steigen, steigen, steigen. Und weil es einem zu mühsam war, das zu vermieten, weil man Angst gehabt hat vor Wertverlusten und Co., hat man die Wohnungen einfach leer stehen lassen, sodass in der Bilanz dieser Gesellschaften, wir kennen das ja aus anderen Fällen, die gerade herumschwirren, einfach immer die Bilanz ansteigt durch steigende Wohnungspreise, Kaufpreise, aber man keine Scherereien durch das Vermieten hat. Das war institutionalisiert in Innsbruck und hat uns unglaublich große Probleme gemacht. Sagen Sie, Herr Turski, warum wäre ich jetzt ein Innsbrucker, soll ich Sie eigentlich wählen? Weil wir die Einzigen sind, die eine Antwort geben können auf das Chaos der letzten 6 Jahre. Es ist für mich relativ klar, es haben 3 die Chance, in die Stichwahl zu kommen. Georg Willi, Markus Lassenberger und ich. Und als Innsbrucker weiß ich, dass Innsbruck keinen blauen Bürgermeister wählen wird. Dafür ist Innsbruck von der Struktur und auch von den Wählerinnen und Wählern noch nicht bereit. Oder das wird es nicht geben. Das bedeutet für mich, es kann nur die Antwort sein, dass die Stichwahl mit mir sein muss, damit es in Innsbruck einen Neubeginn gibt, damit in Innsbruck auch Bürgermeister Georg Willi verhindert wird. Und ich glaube, das ist das allerstärkste Argument. Ansonsten, meine Mitstreiterinnen und meine Mitstreiter und ich, wir können das Handwerk, wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie es geht, die Grundaufgaben in einer Stadt zu erledigen, die Hausaufgaben zu erledigen. Und andererseits haben wir viele große Visionen für diese Stadt, die wir unglaublich lieben und die wir auch sehr, sehr gut kennen. Sie sind 35, also relativ jung, aber schon lange in der Politik. Sie waren unter Landeshauptmann Plattner im Amt, Sie waren in Wien als Staatssekretär, jetzt zurück in Innsbruck. Viele sagen, der Bürgermeisterjob wäre nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum Landeshauptmann. Sind Sie oder wären Sie ein Nachfolger von Herrn Mattle? So weit will ich noch nicht gehen. Mein Ziel ist, Bürgermeister von Innsbruck zu werden. Daran arbeiten wir hart. Sie haben es auch selber betont, das ist alles andere als eine gemachte Wiesen. Dann ist mein Ziel, Bürgermeister zu sein und das zumindest 12 Jahre lang. Und dann werde ich für mich entscheiden, ob es politisch weitergeht oder ob ich doch noch einmal in die Privatwirtschaft zurückgehe, wo ich ja eigentlich herkomme. Ja, Sie haben den anderen Kandidaten, den Herrn Johannes Anzengruber, eigentlich nicht erwähnt in Ihren Aussagen. Wie stark schätzen Sie ihn ein? Ich glaube, dass sich das relativ minimieren wird in den kommenden Tagen insbesondere, weil die Bürgerinnen und Bürger jetzt gesehen haben, dass er mit Georg Willi in einer Linkskoalition steht, mit dem gemeinsam antritt. Und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben genau von dem in Innsbruck genug. Ja, also die Wahl in Innsbruck wäre natürlich auch ein Signal für die Bundes-ÖVP. Wie sehr hilft Ihnen oder schadet Ihnen die Bundes-ÖVP und die Tatsache, dass Sie doch relativ eng mit Kanzler Karl Nehammer zusammengearbeitet haben? Ich habe sehr, sehr eng mit Kanzler Karl Nehammer zusammengearbeitet. Wir sind nach wie vor im guten Kontakt. Und ich schätze ihn unglaublich und ich bin auch sicher, dass er der beste nächste Bundeskanzler sein wird. Aber was uns die letzten Wahlen alle gezeigt haben, und schauen Sie nur nach Salzburg, ich glaube, das Ergebnis der FPÖ
Bundeswahlen sind Bundeswahlen, Landeswahlen sind Landeswahlen und Kommunalwahlen sind Kommunalwahlen. Die Zeiten der großen Parteien mit ihren großen Stammwählerschaften sind doch vorbei. Es geht um Persönlichkeiten, es geht darum, wem man es zutraut. Und deshalb glaube ich, dass man vom Ergebnis Innsbruck oder von den Umfragen auf Bundesebene überhaupt keine gegenseitigen Rückschlüsse ziehen kann. Ja, aber trotzdem noch eine Frage zu einem Thema, das heikel ist. René Benko kommt aus Innsbruck, war in Innsbruck ein Riesenthema. Das Kaufhaus Tirol ist in Innsbruck sein wahrscheinlich erfolgreichstes Projekt. Haben Sie eigentlich Kontakt zu René Benko und wie beurteilen Sie das gesamte Signa-Drama? Nein, ich habe keinen Kontakt. Es ist in Innsbruck interessanterweise, kommt mir vor, weniger Thema als in anderen Teilen, dort wo weit mehr Investitionen da sind. Für uns wirklich maßgeblich ist das Kaufhaus Tirol, das eine hervorragende Lage hat, das auch fertig ist, wo es auch Gespräche gibt, wo ich mich dafür eingesetzt habe, dass wir auf jeden Fall wieder eine Tiroler oder zumindest österreichische Lösung brauchen. Das wird man jetzt sehen, wie sich das entwickelt, aber ansonsten spüre ich in der Bevölkerung dieses Thema nicht. Ja, vor allem bei den Frauen liegen Sie eigentlich ganz gut in den Umfragen, Herr Turski. Aber auch bei Frauen sagen die Umfragen, ist das Wohnthema zu 90% das große Thema in Innsbruck. Ja. Nochmals die Frage, wie wollen Sie da den Trend umkehren und Innsbruck wieder zu der leistbaren Wohnstadt machen? Wie gesagt, einerseits Druck vom Wohnmarkt nehmen durch das studentische Wohnen, zweitens eine Leerstandsabgabe einführen in Innsbruck, die wirklich schmerzt, sodass es sich jeder dreimal überlegt, ob er seine leerstehende Wohnung nicht doch vermieten will. Dann Anreize für junge Familien zu schaffen, sich in Innsbruck anzusiedeln, mit denen wir ein Eigenmittelersatzdarlehen. Das sind, glaube ich, alles Punkte, die wir machen müssen. Und daneben natürlich den Wohnbau weiter auch betreiben, weiter Wohnraum schaffen, weiter auch studentisches Wohnen schaffen. Das Thema Tourismus, war das im Wahlkampf oder ist das im Wahlkampf eigentlich ein Thema? Bis jetzt nicht so ein Thema. Das Thema, das wir haben und das wir auch ganz klar ansprechen, ist das des Standortes. Innsbruck ist ein erfolgreicher Wissenschafts-, Forschungs- und auch Tourismusstandort und hat in den letzten 6 Jahren hier aber an Attraktivität verloren. Das heißt, wir setzen sehr darauf, wieder qualitativen Tourismus mehr nach Innsbruck zu bekommen. Da ist ein Thema, wir haben zum Beispiel keinen Markt mehr in Innsbruck für ein 5-Stern-Hotel. Jetzt ist es den Innsbruckerinnen und Innsbruckern ziemlich egal, ob es das gibt. Aber für den Tourismus muss es uns schon zu denken geben, dass Innsbruck hier nicht mehr der Markt dafür ist. Wir haben Leerstand in der Innenstadt. Wir bekommen auch zahlungskräftige Touristinnen und Touristen nicht mehr in die Innenstadt durch die katastrophale Verkehrspolitik unter Georg Willi. Und so gesehen ist es schon ein Thema. Aber ansonsten Themen, die wir sonst aus Tirol kannten, von Overtourism und Co., das spüren wir im Wahlkampf nicht. Ja, trotzdem die Frage, sollte es zu einem Absturz Ihrer Bewegung bei der Innsbrucker Wahl kommen, wie schaut dann das zukünftige Leben des jetzt 35-jährigen Florian Turski aus? Also man muss sich um mich keine Sorgen machen. Ich war in der Privatwirtschaft erfolgreich, ich war auf anderen Ebenen erfolgreich. Und mein Ziel ist es jetzt, Bürgermeister zu werden. Und auch wenn das nicht klappt, werde ich mich weiter hier in Innsbruck politisch engagieren. Ja, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg für den Wahltag und danke vielmals für dieses Interview und beste Grüße nach Innsbruck. Vielen Dank, schöne Grüße nach Wien.